Grüße! Huckelu! Hi. Wunderschönen guten Abend. Das Lied kannte ich gar nicht, Alter. Ui. Hi. Wie geht's, wie steht's? Was geht, Magnet? Einen wunderschönen Hallo. Tagsam. Assalamu alaikum merhaba. Moin, moin. Doch gut, der enttäuscht einen nie, der Merkules, Alter. Einfach true story, Mann. Das mache ich weg. Ich switch hier rüber. Dann muss ich vorlesen. Dexus, dankeschön für den Resub im 14. Ich mag deinen kleinen Zeh, dankeschön. Ich habe Schleifchen drum gemacht. Und Egel, dankeschön für den Prime Sub im 10. 10 Monate schon Hype, ja, danke. Tabasco Dude, dankeschön für den Resub im 12. mit Dexus Knucci. Montino, dankeschön für den Resub im 49. Alter. Junge, wie kannst du den 49 Monate den Shit hier antun? Mit Hype und Tinkelpäckchen, dankeschön. Und Sentinel Berso, dankeschön für den Prime im 27. Und D-Nighter, dankeschön für den Prime im 25. Free Shavake Du, tach, tach, der Herr, hallo. Hi. Hi, was geht? Ich bin nur die erste Stunde hier, weil ich meinen Cousin unterstützen muss. Und dann bin ich wieder weg, leider. Mila ist auch dabei. Alle sind dabei. Ich glaube, das ist der erste, ne, der zweite nach Nvidia, ne? Sponsored Stream. Dieses Mal aber von Blizzard Entertainment, / Activision. Eine Stunde TBC WoW Pommes, Alter. Ich habe auch einen wunderschönen Charakter für euch vorbereitet, der mir im Real Life sehr ähnlich sieht, damit das Gefühl hier richtig gut aufkommt. Und ich habe die Jungs akquiriert, damit wir zusammen gleich was machen können. Tagsam. Und dabei sind gleich der Finn, der Jack, der Harry und der Jamar. Und Moi. Der Jack wird tanken, der Finn wird Damage machen, der Harry wird healen und Jamar wird auch Damage machen. Und ich werde draufhauen und sterben wahrscheinlich immer. Aber sehen wir gleich. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Also ein fetter Zwerg? Genau. Ich habe mein Ebenbild erschaffen in der World of Warcraft Pommes. Werdet ihr gleich sehen. Ist auch nur eine Stunde. Ich freue mich. Ist auch nicht schlimm, wenn wir die Zahlen dafür nicht erreichen. Primär ging es eigentlich nur um den Boost, damit Leon den Tank spielen kann. Wie viele Zuschauer brauchst du nochmal für die Placement? Bin dummer vergessen. Ich habe nochmal nachgeguckt und ich sollte mindestens 500 erreichen. Durchschnittliche Zuschauer. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm, wenn wir das nicht schaffen. Der Boost ist sicher und das passt alles. Und ich mache zum allerersten Mal was vom schwarzen Brett von Twitch. Habe ich vorher noch nie gemacht. Ist auch wieder eine Erfahrung. Ist halt wirklich nicht schlimm. Broken, dankeschön für den Resub im 7. Dick Stacy 101, dankeschön für den Resub im 9. Den Duplo kannst du behalten. Und Nivzak, dankeschön für den Resub im 21. Servus, meine Freunde, hoffe, es geht allen gut. Ja. Ja. Einen ähnlichen Char, also einen dicken Zwerg mit haarigen Füßen. Also, ich habe mein komplettes Ebenbild erstellt. Der hat auch einen coolen Namen bekommen, dafür, dass wir auf dem internationalen Server unterwegs sind. Oh, 500 Stream stirbt. Ja. Das kannst du ja aber auch keinem übel nehmen. Nicht viele Leute haben Lust. Jetzt geht es wirklich nur einmal kurz zum Support für eine Stunde. Und danach spielen wir dicke Peanut. Ich habe ja schon eine Idee, was ich mit dem mache, um das RP vielleicht ein bisschen aufzufrischen. Müssen wir aber gucken, ob das funktioniert. Weil ist ja auch immer abhängig von anderen Leuten. Sehen wir dann. Ja. Oma, wenn du mir die Permission für die Emotes gibst, dann lade ich die hoch, die du gemacht hast und nimm die bei Better Twitch raus. Dann können wir eigentlich die Standard-Emotes auch rausnehmen, weil wir haben die ja dann animiert. Und dafür dann wiederum neue machen. Ich habe vom WoW gar keinen Plan, aber ich schaue es trotzdem. Ich kann gleich ein bisschen erklären, Schattenbund. Aber er unterscheidet sich nicht großartig von Dings. Von Guild Wars. Wart heute noch Peanut? Jetzt hätte ich mir fast in die Hose gegriffen. Ja, heute nur Peanut. Wir gehen heute noch in der Pimmers. Ich muss das ja auch mal wieder dahin kriegen, dass das ein bisschen Spaß macht. Habe ich ja gestern schon gesagt, wir hatten ein aufklärendes Gespräch mit einem, mit Bomfer.
der uns ein paar Sachen gesagt hat, so aus, also ehrliche Sachen gesagt hat, aus Sicht, wie er das RP momentan alles sieht und was er findet, sich bei uns verändert hat und was daran schuld ist und so. Das habe ich mir schon zu Herzen genommen. Man merkt das ja meistens selber auch nicht, wenn sich was verändert, auch zum Negativen. Da brauchst du immer einen guten Freund, der einem sagt, yo, was geht? Ich bin nebenbei mal in der Warzone-Pommes, bis ich von den Hackern gefrustet bin. Höre aber aufmerksam zu hier. Daynight, dankeschön. Ich will damit nur sagen, mir ist total egal, was du spielst, da ich mich unterhalten fühle. Ich versuche, so gut wie möglich hinzukriegen gleich. Wir sind schuld, ja. Im Großen und Ganzen hat der Bomber gesagt, dass der Junkie Park uns kaputt gemacht hat. Unsere RP-Freiheit, die wir vorher mal gehabt hatten. Mit Curtis und Mila und so ein Quatsch. Und dass wir uns da mitreißen lassen haben. Einen wunderschönen warmen Sonntag, lieber Curtis. Hallo, liebe Community. Hallo, Seamaster. Aber heute ist gar nicht so warm. Ich werde aus dem Gulag zuschauen, bis Peanut am Start ist. Dankeschön. Danke für den Support. Yee. Ich würde doch sagen, wir müssen eine Stunde machen. 40 Minuten lang zeige ich euch jetzt gleich mal schön The Burning Crusade. Das ist eine Erweiterung. Ein Addon nennt man das von World of Warcraft, von dem ganz damaligen, als es rausgekommen ist. Und dann zeige ich euch für 20 Minuten, das sind die Vorgaben, mal ein schönes Startgebiet von den neuen Rassen. Das wird wundervoll. Supergeil. BC war beste. Ich finde auch, Classic BC und Wrath of the Lich King war einfach in meinen Augen die drei besten Sachen. Das war so die Hochzeit für mich auch. When Fresh. Junkie Park, Keko schon. Ich habe gleich Natalia Mythic, Reclay und Kurke nebenbei besser. Heute geht Temperatur, gestern Nacht Gewitter des Todes gewesen. Also heute geht echt klar. Ich bin auch froh, dass die Klimaanlage aus ist, ehrlich. Tschüss, Herbert, dankeschön. Ich mach kurz Duftkerze und dann legen wir los. Du verlangst halt viel bei GTA, das kann nicht jeder. Ich bin Peter Klause, das klingt doof. Und vielleicht kommt das auch manchmal nicht so rüber. Weil ich echt oft reinkicke mittlerweile, aber ich glaube, das ist auch so eine Verzweiflung. Aber ich habe einen sehr hohen, ich sag mal, Standard, was den Unterhaltungswert oder so angeht. Ich gehe immer für mich seit 2017 davon aus, würde ich meinen eigenen Stream selber gucken mit dem, was ich hier mache. Und wenn ich nach einem Stream ausmache und mir denke, boah, Bruder, ich hätte mir heute den Stream nicht reingezogen, so frustet mich das. Ich bin nicht der krasseste RPler, aber ich weiß, dass ich lustig sein kann, weil ich einfach bescheuert bin. Das macht die Sache richtig schwer. Ich kann einfach nicht einloggen und nix machen und den Tag so, oder den Streamtag oder die Stunden, die ich da bin, an mich vorbeiziehen lassen. So. Ich will mich selbst auch bespaßen. Ich glaube, es hat aber einfach diese Abwechslung gefehlt, wie Sven gerade schreibt. So. Es gibt, ne, so diese ganzen Koop-Games und so, das macht übel Laune, Alter. Und das werde ich auch auf jeden Fall beibehalten, weil man braucht diese Abwechslung, weil man braucht diese Distanz auch. Sonst wirst du irre, Alter, ehrlich. Keine Ahnung, ob ich wirklich die ganze Zeit am Rumheulen bin, unbegründet am Rumheulen bin, aber das ist nicht so einfach, wie man denkt. Jeden Tag oder viermal, fünfmal oder auch nur dreimal die Woche zu kommen, egal in was für Umständen du unterwegs bist, und versuchen zu unterhalten und ein gewisses Unterhaltungslevel zu halten, Bruder, glaub mir, Alter. Oh mein Gott. Das ist nicht so einfach. Hallo, Andi. Ich habe mir No Joke gerade den ganzen Nachmittag alte Videos angeschaut, noch mit Olga und Manni, dem Partycrasher. Ja, Mann. Du guckst dir nicht mal Da Vinci's Highlights-Videos an, der Hypermus? Ja, doch, klar. Habe ich sogar auch Glocke gedrückt. Hallo, Therese. Umstände, ist es soweit? Ihr wisst doch, was ich meine mit Umstände. Man, jeder von, wir sind alle Menschen, wir sind alle menschlich. Jeder von uns hat schlechte Tage. Und jetzt stellt euch einfach vor, ich bin eh ein bisschen, ich weiß auch, dass man das merkt, so, nennt man das labil? Also ich bin auf gar keinen Fall mehr stressresistent. Das habe ich irgendwann mal verloren. Und mich beeinflussen auch viele Sachen in meiner Umgebung und so. Wenn das zu Hause zum Beispiel kracht oder irgendwas mit der Familie ist,
Ich bin eher sehr anfällig, ist so. Dann kann ich hier nicht sitzen und Leute unterhalten, wenn es mir nicht gut geht, so. Da zieht auch das Argument nicht, ja, das ist deine Arbeit und damit verdienst du Geld und bla. Ich weiß das selber. Ich weiß selber, dass ich dieses krasse Privileg habe, das zu tun. Aber in dem Moment ist mir alles egal, Alter. Das war mir auch damals dann egal, als ich dann für ein Jahr gedodged habe. Aber scheiß drauf. Beschimpf uns einfach als Entertainment. Nee, mach ich nicht. Da müsste woanders gucken gehen. Ich mache mir zu viele Gedanken drüber, aber ich bin ein Mensch, der viel nachdenkt. Ich denke alles tot. Und zahlt die Dankeschön für den Prime-Sub im 24. Dreckiger Prime-Sub immer. Ich bin einfach so. Ich denke viel nach. Du bist, was du isst. Dann bin ich Käse-Lauchstange. Dankeschön, Therese, aber wurde noch nicht angezeigt. Hast du eigentlich was gelernt, ausbildungsgemäß? Bruder, ich bin Bauchtänzer gewesen. Geht zu Walle, der beleidigt gern. Hallo. Wir machen das hier nicht. Und Therese, Dankeschön für den Prime im 32. Dankeschön. Wenn schlechte Zeiten die guten überwiegen, ist es wichtig, Leute oder Familie an sich zu haben, die einen unterstützen und einfach zum Zuhören da sind. Ja, das Problem wird aber, Sven, wenn du schlecht drauf bist, ohne zu wissen, warum. Weißt du? Wenn das schon so in Richtung, yo, ich sollte mal zum Arzt gehen, geht. Ist eigentlich voll das Tabuthema in Deutschland, ne? Aber jo, so ist das manchmal. Was geht ab, Mette? Mir geht's gut, ich hoffe euch auch. Ja, aber grundlos klar, Gibbs. Das sind depressive Phasen. Ich hoffe nur, dass es dich nie wieder so trifft wie früher und du es so ernst nimmst. Sonst hört man nicht gerne, wenn es einem scheiße geht wegen Stream und allem. Naja, es geht mir ja nicht scheiße wegen dem Stream, sondern weil mich dann irgendwas runterzieht. Aber naja, so wie früher wird das auf keinen Fall passieren. Weil ich habe ja Schwester Kusch und so. Und bevor das richtig schlimm wird, gehe ich jetzt zum Arzt und lass das abchecken. Und guck und versuch die Ursache zu finden. Wie kannst du bei so einer bekloppten Community in Klammern Spaß gemeint schlecht drauf sein? Und der David, der Dankeschön für den Restart im 9. mit Hype. Chat! Ruhe, Merkules. VOD hat Sound. Ich wiederhole nochmal, okay? Wir machen jetzt einen gesponserten Stream für eine Stunde. Und spielen World of Warcraft, The Burning Crusade Classic. Ich hab den Jack dabei, den Finn, den Harry und den Jamar. Er verkauft seine Seele, Bruder. Ich krieg, im Prinzip krieg ich nie nichts dafür. Ich mach es einfach, weil das mein Spiel ist, Junge. Das ist einfach, ne? Liebe. Absolute Liebe. Vielen lieben Dank, dass ihr euch da reinzieht. Cool, da kommt schon die erste mit Uff. Das habe ich gestern schon kommuniziert. Eine Stunde. Vielen lieben Dank, dass ihr euch da reinzieht, dass ihr mitguckt, dass ihr uns supportet. Nach der Stunde gehen wir ins EP mit Peanut. So. Wie lange hast du gelevelt, du Lugner? Ich booste gleich einen Charakter. Mein absolutes Real-Life-Ebenbild. Und damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was WoW ist und The Burning Crusade, zeige ich euch jetzt was. Nämlich das Cinematic. Blizzard macht unfassbar gute Cinematics. Tschüss, bis gleich. Tausend Jahre in Gefangenschaft. Verbannt aus meiner eigenen Heimat. Und nun wagt ihr es, mein Reich zu betreten.
wisst nicht, was euch erwartet. Und da bin ich. Herzlich willkommen. Ja, Blizzard ist einfach unfassbar krass bei den komischen Cinematics. Bye, have a beautiful time. Die machen schon immer. Guck mal, da bin ich. Erste Mal Face-Dings. Wie heißt das nochmal? Da bin ich, Da Vinci. Wer sonst? So sehe ich im Real Life aus. Seid ihr trotzdem noch meine Freunde? Wo ist dein Charmy, Curtis? Auf einem anderen Account. Ich wusste es doch. Ja, ja, Vergelter, wir machen Red Paladin. Wir haben mal einen passenden Namen dafür gefunden. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich keinen Ingame-Sound habe. Muss ich gleich anstellen. Lügner, dein Bart ist grau. Ja, wir spielen auf einem internationalen Server und haben uns überlegt, ne, der eine heißt zum Beispiel Haftbefehl. Das sind übrigens Leon seine Charakter. Der hat die Namen dafür ausgewählt. Weil ein bisschen bist du hässlich, aber wir können trotzdem Freunde sein, wenn du im Hintergrund bleibst. Ich mache bei Fotos dann immer die Gangster-Pose und mache Hand vorm Gesicht so. So einen auf, ne? Und der Pala geht ab. Viele sagen, dass Pala nichts drauf haben. Falsch. Ja, ist nicht so krass in TBC, in dem Add-on, aber geht schon. Richtig dicke Arme von vielen Zocken. Ja, guck, ich gehe trainieren. Guck mal, Adern. Ist krass, oder? So, ich mute mal kurz. Hallo, Freunde, kann man hier reden? Ja, ja, hallo. Immer. Hallo. Ich booste jetzt den Paladin. Oktoberfest. Ja, ja. Du hast deinen schon, ne, Jammer? Ich hab meinen schon, ja. Der ist schon Hortlamm killen. Charakteraufwertung Stufe 58. Ach so, ja, auswählen, okay. Ja, aufwerten. Ich klicke mal auf den Pay-to-Win-Button. Nein, ist nicht Pay-to-Win. Ja, aufwerten. Ups, 58er Jäger. Und schon sind wir Level 58. Ist das nicht einfach, Alter? Ich guck mal, wie ich aussehe, Junge. Ich bin direkt an, Junge. Ja, das Bier ist wild. Wie sieht der denn aus, Alter? Der Helm, Alter. Ich bin einfach Timmer. Junge, original Ebenbild von Timmer. Hey, die porten hier. Nee, ihr müsst doch nicht porten. Ich muss erstmal skillen, hey, und so. Die porten hier. Das ist nicht erlaubt. Bin. Junge, wie funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Oh, ich hab Sound. Okay, ich bin in SW. Hallo? Freunde? Ein Sturmwind mit einem Zwerg. Was für Freunde, ich bin weg. So ein paar, wo ist mein Dings? Was soll ich, ne?
Unus Momentos, bitte. Eieieiei. Junge, ich... Bruder. Du bist auch richtig gespawnt, der schönen SW mit der Rüstung. Junge, ich... Na, ich brauch nicht Dings. Sollen die mich ganken kommen, Bruder? Ich hau die weg, ich schwör's, mein Gott. Du hast Weihe auf deinem Ding. Ja, Mann. Reicht. Junge, what the fuck, Alter. Warte mal, BFY, wie war das nochmal? War klar, dass ich die Dings nicht hab. Was ist das denn? Ach, BFA. Dankeschön. So, das hier unten ist das Interface. Da kommen gleich die ganzen Dings rein, Spells. Was kann ich für euch tun? Ehre dem König. Seid vorsichtig. Das Licht segne eure. Jetzt kriegen wir erst noch ein bisschen Starter. Oh mein Gott. Dann mache ich Retri, ne? Ja. Ja. Bruder. Ja, das ziehe ich an. Erstmal sortieren, schnell. Wird schon direkt angeschrieben. Ja, von Patrick. Bruder, der Junge, wie ich aussehe. Ich komme nicht auf den klar. Bye, have a beautiful time. Okay, muss ich noch irgendwas machen? Nee. Quest abgeschlossen, doch. Talente? Pff, nee, nee, ich muss wieder die Questen komisch machen. Er lernt eine Okay. Ich bin einfach ein Dauer-4. Boah, Bruder, ich muss... Ich muss einfach, Finn, helf mir. Schnell, Finn. Nee, der Helm. Warte mal. Der Helm muss anbleiben, Alter. Ja, das ist ja richtig. Klar, der Helm ist sexy. Das ist einfach richtig wild. Aber ohne hat auch was. Hä, ich muss das alles selber lernen? Nein, nur ein. Okay. Für die Allianz. Okay, das Blizzard mal mitgedacht bei dem Boost. Das Licht sei mit euch. Boah, 3 Gold krieg ich dafür. Verlernt, okay. Jetzt möchte ich den Charakter, was ist das denn? Okay, lieber Bihorn, du wirst schon wieder. Hat die Klappe. Noch ein Hortler tot. Jetzt muss ich den Charakter skillen. Wir gehen auf Retri. Das heißt, das sind die Talentspecs übrigens. Da kannst du deine, kann man seinen Attacken und somit verstärken. Und man hat nur eine gewisse Anzahl an Punkten. Und mit jedem zweiten Level ab, es geht, wir sind jetzt Level 58, es geht bis 70. Alle 2 Level kriegt man nochmal einen Punkt extra. Zack, zack. Zack, zack. Ich kenne das alles auswendig, Alter. Ich weiß genau, was ich skillen muss. Ich sag euch jetzt schon mal, ne? Ich bin Monster-DPS. Okay. Ich werde da gleich die Weihe spammen, Alter, bis alles tot ist. Wenn ich überhaupt da rein kann. Wenn nicht, müsst ihr questen schon mal. Doch, geht. Haben wir getestet. Ja, ja. Jetzt hab ich... Naja, ich brauch Dings. Jammer. Die letzten 4 hier rein. Los. Die hat dich was gefragt. Oh, warte. Wie skillen sie da? Hallo, ja, ich verteile die Talentpunkte. Stehst du? Paladin kann ein Heiler sein, der kann ein Tank sein und ein Retri-Paladin. Also einer, der mit 2 Hand zuhaut und so ein Quatsch. Muss ich noch irgendwas machen? Talentiert, abgeschlossen, okay. Seid gegrüßt. Nimmst du die Vergelter, also die Sanctuary Aura? Okay. Und so ist der Unterschied halt. Der rechte hier, der war in Classic WoW, in Naxxramas. Der T3 an, zum Teil. Und ich bin geboostet. Kann man da ohne Prinzessin, Bruder, du kannst ja alles sein. Prinzessin sein.
Mal vor der Abstimmung. Aber der Männer könntest du auch geboostet, verstehen den Unterschied nicht. Oha. Oha, was sagt der da? Direkt auf Mutter. Jetzt mache ich mir gerade einen Makro hier. Da kannst du verschiedene Abilities mit verbinden. Das mache ich dafür, um die Leiste unten zu switchen. Ein Makro, ja. Bushido hat ja auch mal WoW gezockt, ja, unter Polizeischutz, ne? Mit wie viel kann man Sea of Thieves zocken? Wäre vielleicht dabei. Ja. Mit 4 Leuten nur. Aber wir müssen dem Marco noch ein Bild geben. Gibt es doch irgendwo mal... Ah, hier, der passt. Der ist gut. Bruder, Bruder, Bruder. Leon. Ach, Finn. Ja. Ich komme sofort wieder. Ich brauche euch, warum muss ich euch großartig, soll ich irgendwas erklären? Nö, oder? Also hier ruckelt Genix Kruluk. Gut, das ist ein Mount, mit dem kann ich reiten, das ist ein Ziegenbock. Ich habe meinen Ärger dafür kassiert, Wiesel. Für was denn, Frosty? Was habe ich gemacht? Was ist los? Was stimmt nicht? Tell me. Genau, ist ein Hurenbuck. Doch, ich verstehe das nicht. Lugner ist ein Opel Corsa. Man kann im WoW laufen, aber dann ist man extrem langsam oder man hat Reittiere. Das ist jetzt 60% schneller als laufen. Und es gibt dann noch 100% schneller und es gibt sogar noch Flugreittiere, mit denen man fliegen kann. Die sind dann auch 60% fliegen und 280%. Was ist das für neue IP-Charakter? Das ist Curtis 2.0. Und ich muss mal kurz Abilities in die Leisten ziehen. Also meine Zauber und so ein Quatsch, okay? Oh, ich habe sogar noch ein anderes Mount. Wo kommt das Mount denn her? Zieht er das aus der Hosentasche? Der beschwört das. Also der zaubert das halt wirklich her. Also Tatsache. Ich muss kurz die Abilities machen und dann können wir gleich schon loslegen. Vor diese ganzen... Oh mein Gott. Das ist halt das erste Mal, dass ich auch ein Parler spiele. Oh, hast du einen Hammer? Gibt doch viel effektivere Waffen. Zum Beispiel eine aggressiv... Boah, du hast halt so viele Siegel, Mann. Wie viele Stunden denkst du, hast du bereits in WoW investiert? Bruder, Jahre. Bestimmt ein Jahr Game Time. Ehrlich, aber das ist jetzt seit 2004, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber sehr, sehr lange. Ich habe WoW nie gefeiert und mal eine Woche testweise gespielt, aber selbst da macht Zugucken Spaß, wenn du es spielst. Ja, wird gleich, glaube ich, mit den News noch ein bisschen lustiger. Ich habe hier halt so viel Stuff, ohne Witz. Ich muss halt eben fertig machen, sonst ich bin sonst getriggert.
War ja ganz wichtig. Die ganze Dings hier. Zack, ich weiß gar nicht, welches Siegel ich überhaupt benutzen muss. Leute, dann haben wir, zack, haben wir Hand auf Legen. Haben wir. Okay, haben wir. Muss ja nicht alles perfekt jetzt machen. Sport brauche ich nicht, denk nicht. Ich glaube, das war schon. Aber ich muss ganz kurz was bei mir gucken. Auf einem Screenshot. Können den ja eigentlich auch porten, der macht das. Siegel spiele ich, der mit Rechtschaffenheit, ne? Tod, Einhäutler. Ne, Command-Siegel. Wie er Angst hat, und dann dieses Blutsiegel. Aber das Blutsiegel habe ich doch noch gar nicht. Doch hier. Ah, stimmt, das kriegst du bei Dings. Ja, ja. Du nimmst. Genau, das nimmst du, was du geskillt hast. Das ist Siegel des Befehls, ne? Ja, genau. Ja. Und Siegel des Kreuzfahrers. Anderes? Du richtest das Siegel des Kreuzfahrers zuerst auf den Mobs. Ach, du musst. Ah, okay. Mit deinem Judgment. Und dann erst das andere. Ja. Das ist World of Warcraft, Ola. Rechtschaffenheit brauchst du nicht. Warte mal, die ganze Scheiße brauche ich nicht. Aber sehen wir auf, wovon brauche ich. Und du musst die andere Aura reinmachen, ne? Nicht Dings, Vergeltung. Nee. Schutzaura. Nee, nee, du hast. Nee, nee, ganz rechts, die. Du hast so geskillt. Genau. Dann ja, mein Control Castle. Jetzt macht man am Stein nicht so viel Action, müssen wir porten. Wir sind über am Stein. Wir haben keinen Mage dabei, ich muss Wasser kaufen, ne? Oder hat einer. Was ist denn das für ein Dings? Achso. Wir haben das Wasser. Ah ne, du kannst das Wasser noch gar nicht trinken. Er ist tot. Ja. Hat sich tot gestellt. Samar, komm mal zu mir. Zack, okay, das hab ich. Hör mich gerade. Hier kommt ein Hunter, Finn, hinter Kurtis, uns. Hier fehlt das eine Siegel in der Leiste. Welches Siegel fehlt mir? Nein. Na, okay, ja, ich könnte hier nur mit Weisheit, ne, falls ich keinen Mana mehr habe und so ein Quatsch. Kann ich damit draufhauen, kriegt der Mana wieder richtig? Ja. Und noch was? Ja, wo ist Patrick? Achso, da ist. Hab ich eingeladen. Ich brauch Dings. Essen und Trinken wäre gut, ja. Ich muss vor dunkle Portal, ne? Nee, du bist einfach geportet von uns. Aber ich muss doch die Quest da abgeben. Das ist egal. Die Quests sind nur eine. Ja. Nee, das ist eine Introductions in Dings. Aber ich habe wahrscheinlich den. Ach so. Dann hast du Flugpunkt, ja. Flugpunkt hast du da, ja. Du hast mehr Flugpunkte, als wenn man selber Charakter spielt. So, das denn aber wenn du jetzt wartest noch in Sturmwind, dann kann dir Dirk ja was zu essen geben. Wo ist denn der? Achso, der soll dir gleich was für mich mitbringen. Brauche ich mein gekauftes hier nicht trinken. Wenn der reagiert. Wo ist denn der? Der ist nicht in SW. Der ist in Dun Morok. Ja, lass den auch herbauen. Dirk! Ich geh mal runter. Ja, also, ja. Ich brauch Wasser, bitte. Mein Oktoberfest braucht Wasser. Ich bin in SW. Guck mal, wie schon mal. Oder gleich Ehrenfeste, je nachdem, wie du willst. Ich komm da rüber. Wo kommst du rüber? Ich komm auch noch holt. Okay, dann komm ich. Dann flieg ich da mit dem Greifen hin. 60 reichen, oder? Ich bin 58. Achso. Ja, ich kann auch 55er Wasser. Aber dann kannst du für uns direkt ein bisschen Wasser mitgeben. Ja, ich mach euch ein Portal. Dann, Warte mal, hab ich schon mit 58 Kings? Ja, hast du geskillt. Hoffentlich. Im Protection Baum? Nee, Bruder, ich bin nur 58 erst. Hab ich noch. Ach so. Okay, dann hast du nicht. Kann man denn ehrenfeste Dings kaufen? Hier. Symbole der Könige? Hab ich für dich 100 Stück dabei. Und ja, du hast 20. Du hast 20 Stück, weil du. Kann man auch noch holen, dann können wir den Porten direkt, denn. 53% im Chat sind Allianz.
können den noch hier importen. Oha, Ehrenleute. Ehrenleute. Das Ding ist bei TBC halt, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt Horde und Allianz. Ne, man sagt so von der Lore, also nicht von der Lore, sondern allgemein sagt man, die Horde sind so die Bösen, Allianz sind die Guten, bla bla bla. Und momentan ist es so, dass in diesem Addon die Horde ein bisschen stärker ist von ihren Grundfähigkeiten. Und deshalb rennen alle zur Horde. Die müssen aber, wenn die PvP spielen wollen in einem Battleground, müssen die fast eine Stunde warten, Alter. Bis die überhaupt erstmal da reinkommen. Und bei der Allianz meldest du an und bist instant da drinne. Das ist halt der Vorteil hier. So viele Horde-Spieler heulen gerade auf Reddit und im Foren, in WoW-Foren rum, dass die keine Ehre, also diese Währung dafür, um PvP-Gear zu kaufen, nicht farmen können. Ich hoffe, die ändern da gar nichts dran, ne? Werden die auch nicht. Warum sollten die? Die sollen vergammeln. Bruder, wir haben zu Classic-Zeiten haben wir einfach die ganze Allianz von Luzifron vom Server gekegelt. Also so richtig hart von rechts gepusht. Bin ich aufgemountet. Hier fest nicht aufgemountet. Oh mein Gott. Ist das Privatserver? Nein, das ist offiziell. Warum sollte das ein Privatserver sein? Wann gibt es Guild Wars stimmt. 2 Placement? Gar nicht. World of Warcraft. GW ist auch gut. Brauchst du echt Wasser? Nein, ich brauche Wasser im Spiel, Schwester Kusch. Dankeschön. der kommt jetzt. Spielt Big Mama auch mit? Weiß ich nicht, müssen wir schon mal fragen. Nee, momentan nicht. Aber die ist nur das Wochenende weg, ne? Die kommt, glaube ich, wieder. Statt wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ne? Also die jetzt zum Thema passen. Und nicht, ja, wie groß sind deine Socken oder so? Immer raus damit. Wie groß sind denn deine Socken? Wenn wir brauchen. Ich habe Schuhgröße 28. Oma, vor allem du. Weil du bist ja ein bisschen älter, ne? Du verstehst das ja alles noch nicht so. Wer ist Dirk? Ja, Dirk, wer bist du? Stell dich mal vor, wenn du hier reinkommst schon. Ja, wer ist denn der Dirk? Ja, du bist ich Dirk. Ich bin der Dirk. Du bist Patrick, der Dirk. Richtig. Man nennt mich auch Maurice oder ja, Dirk, ne? Nennt ihn, wie ihr wollt. Erzähl nochmal, der heißt nicht wirklich Dirk. Aber es gibt eine Story, die auf dem Teamspeak passiert ist. Warum nennen dich alle Dirk? Naja, ich weiß gar nicht, wer war das? War das der Banner? Das war oder der Wickeltuck von Wicker Live. Wir haben halt gedaddelt eine Runde und irgendwann, naja, wie soll man das beschreiben? Also Chat, ihr kennt, viele von euch kennen ja bestimmt nur den Wickeltuck von GTA Live, den FIB Agent. Und hier auf dem Teamspeak gibt es halt ganz oft irgendwelche, also ne, wir spielen halt hier viel und inviten noch andere Leute, bla bla bla. Und der Wickeltuck war hier auf dem Teamspeak und der Dirk war mit denen im Channel und die haben irgendwas gezockt. Und dann war so, für eine halbe Stunde war, glaube ich, ruhig. Ich glaube, so ist die Story gewesen. Ja, ja. Für eine halbe Stunde haben die nicht miteinander geredet, war alles ruhig. Und auf einmal fängt der Wickeltuck an zu rufen, Dirk! 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 So, und der Patrick, der nicht Dirk heißt, der wusste nicht, was er machen sollte. Und da hat der Wickeltuch aber die ganze Zeit gedacht, der heißt Dirk. Eigentlich ist das lustiger, wenn andere das ist. Das hat halt auch niemand geantwortet, weil er mir dachte, irgendwie vielleicht spricht er mit seinem Sohn oder keine Ahnung. Ne? Keiner hat sich und angesprochen gefühlt. Niemand hat geantwortet. Okay, ich habe jetzt meinen ersten Kampf. Du? Ich werde den jetzt verhauen da. Oh, der Hutsch, Junge, dann knall ich den weg. Möchtest du anmerken, dass das Ziel, was du da bekämpfst, grau ist? Und? Ich wollte nur sagen. Hast du gesehen, wie ich den weggeknallt habe, Junge? Übel, Alter. Ja, okay. Hab ich den Geierhof schon weg, Alter. Oh, Tisch. Was ist das denn, der dreht sich ja, wenn der draufhaut, Alter. Wenn der 65. Wenn der Dings triggert. Wenn dein Siegel triggert, dann dreht er sich. Ja, man, das gut. Ich bin Oktoberfest Kusch, wir gehen jetzt zusammen in den Tanz. Achso, du brauchst auch das Lohzeug, ne? Ja. Grüne, was brauchst du auch? Futter und Wasser? Futter und Wasser, ja. Das ist hier für Mutige, die von oben angreifen. Boah, ich mach mal hier ein bisschen. Da oben. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen leiser. Und ein bisschen Musik. Für die Atmosphäre. Wir haben Highground, macht sie fertig. Wir werden jetzt aus dem Leben getreten. Eine Instanz ist ein instanziertes Gebiet, in dem viel, viel stärkere Gegner unterwegs sind und wo viel, viel besserer Loot droppt. Und das ist jetzt hier die alte Welt. Ne?
Das hier alles. Hier, das Azeroth. Aber hier vorne ist das grüne Portal und dann geht's ins nächste Gebiet rein. Nach The Burning Crusade. Da gehen wir jetzt hin. Ist hier Meta erlaubt? Nein. Meta ist immer kacke. Aber ihr könnt gerne Backseat Gaming machen, wenn ihr wollt. Und hallo Emre, Bruder. Hier haben die Weiden und Streitkräfte sich versammelt, um gegen Illidan zu kämpfen. Grüße. Ja, okay. Was habe ich gemacht? Ehre dem König, Freund. Okay. Seid vorsichtig. Ich habe, glaube ich, irgendeine Quest verpasst. Mach den jetzt da hinten da. Backflip. Kann ich nicht. Rühren uns hier ein bisschen. Bob Damage? Nein. Warum zeigt er mir jetzt tot. Erst an, dass ich... Wir haben Verstärkung. Seid gegrüßt. Ziehe den also. Ehrenfreund. Du musst das nur erkunden. Wo er jetzt? Das ist mein Paladin-Freund. Erstmal Gold der Welt. Durchgespielt. Ich hab dir 100 Silber hätte dir gegeben. Wir starten das Abenteuer. Ist das ein hässlicher Typ? Der Zwerg ist nicht hässlich. Hab nicht von dem Zwerg geredet. Das ist mein Ebenbild aus dem echten Leben. Deshalb streame ich auch nicht mit Cam. Weil mich würde man gar nicht sehen, wenn die Webcam da oben auf dem Monitor wäre. Wie beim Shorty, wenn man von dem Foto macht. Übrigens, Dankeschön für die Resubs und Subs. Ich lese gleich noch vor. Ach, du bist gestorben, sag doch was. Ist der nicht hübsch? Sei mal ehrlich jetzt. Oh mein, ich will eine Abstimmung, wer den knutschen würde und wer nicht. Der ist 56, habe ich dich richtig gesehen? Wer war 56? Ja, die haben den geportet, aber der ist direkt wieder weggeportet worden. Ja, der wird hier rausgeschmissen. Ja. Das ist doch voll hübsch, ja, Mann. Ist so. So einen niedlichen Zwergen da. Der ist voll geil. Dem seine Haut an den Schultern, die dehnen sich auch ziemlich gut. Jungs, der ist hier. Einfach Maschine, Alter. Oh. Boah, warte. Oh. Multishot. Oh, Slow Totem steht. Attacke. Anti-4 Totem steht. Warte, ist da noch ich wiederhole meine Frage. Ich spiele 12 Stunden am Tag. Hört jetzt sie, hört zwei. Jetzt Mama, sag mal ruhig jetzt hier. Ich spiele 12 Stunden am Tag GW2 seit 8 Jahren. Warum sollte ich zur WoW wechseln? Soll ich dir das sagen? Ich zeig dir das mal. Deshalb. Timmer. Wegen der FPS. In Guild Wars hast du gefühlt 15 FPS. Was bringt dir ein Spiel, was gut aussieht vielleicht, aber was du nicht spielen kannst? Das reicht schon als Argument. Keine Explosion. Braucht die Hilfe. Braucht die Hilfe? Ich merke gerade, dass ich das Spiel auf Deutsch habe. Quest beenden. Das sind übrigens Quests. Das sind Aufgaben, die man erledigen muss und dafür kriegt man EP. Und dann levelt man. Ja, Memo hat locker 1000 FPS. Warte, wir müssen... Guck mich an, Alter. Ich bin Oktoberfest. Ich bin gekommen, um Azeroth zu beschützen. Was geht euch durch den Kopf? Ja, auch. Also, guck mal, der jubelt richtig, dass du jetzt da bist, endlich. Ich komme in die Ehrenfeste geflogen. Mit Cinematic-Ding. Ich sehe dich auf dem Privatserver und RP in Goldhain. Junge, ich würde doch hier auf dem Server, auf dem wir gerade spielen, Luzifron übrigens, kommt mich ganken. Wir hatten doch erst letztens AP mit Emre in der Indie, oder nicht? Ja, stimmt, da haben wir Shisha geraucht. Der Buff war da. Stunde WoW ist viel zu kurz, na hör mal. Immer mit der Ruhe. Hier sind die bösen Portale, wo die bösen Dämonen rauskommen. Da vorne ist einer. Die liebe ich. Junge, der Name ist so Kika einfach, ne?
Ui, was kommt da? Da sind sie, haltet sie auf. Was seid ihr? Vor der Inni schon. Also gehen wir straight in den Instanz rein? Ja, klar. Straight in dieses Abenteuer. Ich glaube gar keinen Druck machen. Oh, das war falsch. 20:30 Raid. Das tut mir leid. Dann brauche ich ja gar keinen Questy, weil das nervt mich nämlich. Sieht ja nicht clean aus. When was fresh. Dudu, der ist AFK, ich bin oder? Einer Gilde beigetreten. Nicht AFK. Ich komme, meine Freunde. Komm mal, Stein. Da, das sind die Fliegereittiere. Ich erinnere hin. Ja, der schafft's. Und es gibt auch Mädchen in World of Warcraft. Hier. Also. Das ist die Chantal. Die hat sich die Haare grün gefärbt, weil die aus der Masse rausstechen möchte. Und die ist drogenabhängig. Deswegen die Augen. Da kommt der nächste. Ja, mach mal UI wieder rein. Was willst du denn? Junge, ich RP-Walk jetzt zu der Instanz. Ich verklopp die alle gleich. Ja, weckt halt echt. Das Ding ist halt, ein Re-Release von dem Add-on. Oh, da kommt was. Das ist eigentlich damals. Wann wurde das released? Glaube ich 2007, ne? Ja. Oder? 15 Jahre, das war der zweite ja. Add-on von WoW. Man, da, alle, die das gespielt haben von damals, man, die waren so 13, 14 Jahre alt. Mir geht's gut, Mochi, ich hoffe dir auch. Ich weiß noch, wie ich hier rumgerannt bin mit meinem Gnome-Mage damals, als kleiner Junge. Und ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was ich mache, Alter. Ehrlich nicht. Ach so. Nö, ich will nicht geportet werden. Ich komme hingeritten. Hallo, lass mich doch mal ein bisschen hier genießen. Ich wollte mal fucking fast machen. Guck mal, da vorne gibt's eine Quest. Aber die gehe ich nicht hier. Wie heute, ne? Mittlerweile kenne ich mich damit aus. Und das ist der Jack. Der spielt auch ein Paladin. Naja. Und der tankt für uns heute. Als TBC rauskam, warst du 29 Jahre alt. Dann bist du jetzt 60, 61. Aber Basic, das ist nicht schlimm, weil die Oma ist noch älter. Außerdem ist man immer nur so alt, wie man sich fühlt, ne? Und du bist ja noch ein Jungspund. Ich meine, du hängst mit 61 auf Twitch ab. Darf ich den Ochsen kurz verhauen gehen? Wen? Den Ochsen? Mach. Ich hab Angst. Ich verhau den, der schläft, okay? Der kann sich nicht wehren. Ja, ja. Ja, du gibst mir den Bot, du weißt schon, dass ich da nicht angreifen kann, ne? Guck, ich den weghau, Alter. Wer hat denn jetzt hier versucht, die Eule zu töten? Und jetzt werfe ich meinen Hammer. Bam! Blöder Ochsen. Mit die Maschine, der Curtis. Oh, da oben. Jetzt haben sie schon umgelockt. Ja, trotzdem reicht mir ready, Dirk? Fick dich! Hammer! Bam! Ich bin Tor, Junge. Und das ist Finn. Der Junkie-Pack Finn. Wink mal! Ey! Ja! Er hat alles gezogen, Alter, der Arme. Kommt noch ein Vieh. Schubbert die Rüstung nicht an den Nippeln? Nein. Oh, guck mal, die Eule da macht Faxen. Das ist Finn und das ist Finn seine Freundin. Die hat der MP kennengelernt. Mein Gott, was ist denn hier los, Alter? Will der Beef oder was? Das machen wir schon seit einer Stunde. Freund. Wenn ich das sehe, hätte ich auch wieder Bock. Kommt alle ran, gebt mir Gold. Kommt zu uns auf Gehenna. Und gibt kein Gold. Kommt her, gib uns Gold. Das Ding ist halt ein TBC und jetzt mal ohne Dings, ohne Werbung gedöns. Du kannst halt boosten, aber du musst falscher nicht. Falscher Weg. Und ach so. In WoW ist da tatsächlich so, die Questen sind ziemlich easy und man kann sehr chillig spielen, indem man einfach
einfach levelt so, einfach questet. Bye, have a beautiful time. Also wer WoW richtig schnell spielt, so, der verpasst vieles. Guck mal hier, er kriegt jetzt direkt eine... Ich hoffe, BAM! Ich hab den, glaube ich, nicht einmal getroffen, aber ich hab den voll verkloppt, Alter. Warte, wo ist Dirk? Für Wasser? Stimmt, wo ist Dirk? Dankeschön. Bitteschön. Gut, dann direkt raus mit dir. Weg mit dir, Boah. Aber ich will noch einen verhauen. Die Verbindung wird immer zwischen uns da sein, Dirk. Guck mal hier. Da ist einer, komm schnell. Oh, schnell. Da, hier vorne. Ich hatch ihn. Der will aufbauen. Bam, 300, Junge. Zack, Junge. Knallen weg. Schön. Boah, ich bin weggeknallt, Junge. Da noch einer. Ach, geht nicht, ich bin schon drin. Oh mein Gott, der ist Totenkopf. Schnell rein. Der war Level 70, Junge. Aber schön den Schiener runterbrochen. So, was machst du? Ich buff SDW. Okay. Und du buffst dich selber. Wipe incoming, ne? Beide buffen. Wir haben Finn dabei, der ist 70 schon. Wir haben Harry dabei, der ist 70. Und wir haben den Jack dabei, das 70er-Tank, ne? Und das hier... schon SDM? Und das hier ist der... gibt mir auch SDW. Und das hier ist der, Jamar. Was willst du, SDW? Ja. Hast du keine großen? Nö. Doch, aber nur 5-mal. Achso, ja, muss ich jetzt raussuchen, warte. Aber dann buff ich doch allen SDW, oder nicht? Nee, allen Paladin. Aber dann kannst du dir ein kleines geben. Hä? Okay, danke. Du buffst immer nur die Klasse. Komplett. Ich will genau, aber Damage machen. Ja, dann überschreibst du deins mit dem. Genau. SDW ist Segen der Weisheit. Das sind Buffs hier. Das hier. Dann kriegt er alle 5 Sekunden 30 Mana. Wie, geht schon los? Klar. Nee, Warte. Die Klassen sind überschaubar. Es gibt, glaube ich, 7 oder 8. Und er kriegt direkt einen Hodge, weil der castet. Hab ich mal absolut gar keinen Damage. Mehr als Jamar. Also alles gut. Ich fahre den Rest einfach. Ich mach mit Reihe. Aber das gibt 300 XP, ne, Promov? Bam, hab ich den Rücken gehauen, Alter. Hammer! Ja, die Frage ist, wie viel brauchst du für Level? 165.000. Okay. Boah, hier ist eine Waffe gedurbt. Ein Upgrade, oder? Ist kein Upgrade, aber ich mach trotzdem Need. Macht, wenn. Ich mach trotzdem Need. Also, Chat, pass auf. Ich mach das mit St. Curtis. Wenn ihr World of Warcraft spielt und in einem Stunt seid und sowas wie gerade passiert. Immer Need machen. Nein, niemals Need machen, wenn ihr das nicht braucht. Ich brauch das nicht, aber ich mach trotzdem Need. Oh. Sag doch mal, dich dispel dich, Junge. Ich hab übrigens kein Mana. Ich bin gefiert, ich babbel. Totem steht. Warte, das ist ein bisschen zu laut, finde ich das. Das ist unangenehm. Hier. Die Würfel werden gelootet. Ich muss kurz trinken. Ich habe kein Mana mehr, okay? Okay. Und ich muss mir Marco schreiben. Ah, warte, ich habe besseres Wasser. Warum sind die einfach despawned? Unos Momentos, bitte. Ich glaube, das sollte funktionieren. Okay, ich bin ready.
Aber ohne Nameplates spielen könnte ich nicht. Ich kann nicht mit. Nur in Arena spiele ich mit Nameplates. Du bist eine Flitzpiepe-Puma. Rutsch den Cast ab. Ich finde das voll cool, wie der sich dreht, wenn er zu hat. Ich wusste das gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Zwerg gespielt. Ah, siehst du, Windfury Totem. Let's go, ja, Prince. Eben, Alter, genau, stimmt. Wie nur ein Packjack, das ist doch langweilig. Ja, beruhigen Sie sich. Was sagt die weiße und die gelbe Zahl? Die weiße ist ein White-Hit, also kein Crit, und gelb ist ein Crit. Das war jetzt zum Beispiel ein Crit. Komm ich denn mal weg hier? Ich werde dir gerade verhauen. Man könnte es machen, 101. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich schotze den jetzt. Ich mache den mit Jamar. Alles gut. Jamar stellt sich tot, damit ich wieder Argo kriege. Ist ganz sauber. Kein Mana mehr. Der Boss, wir müssen zurück. Ja. Oh, ich glaube, der. Ja. Okay, wir haben ein ganz großes Let's Problem. Go. Die haben nämlich den Boss geaddet, den ganz großen hier. Oh, nee. Ich kann eine Weihe machen. Aber ich habe noch Hand auf Link für einen gleich. Denkt an die Priester, ne? Hammer! Bam! Oh, die heilen. Warum jetzt Pala? Weil mit dem Pala werden wir tanken. Wir haben gerade keinen Tank in der Gruppe. Das ist echt mühselig, so zu spielen. Du musst immer random Leute suchen. Und das hier ist ein Boss. Ein kleiner Boss. Und der wird jetzt gleich was super Tolles droppen. Da. Das ist direkt für mich. Dickes Upgrade. Wirklich dickes Upgrade. Absolut dickes Upgrade für mich. Da mache ich natürlich Bedarf drauf. Jetzt habe ich wieder nicht gezeigt mit Bedarf und Gier. Jawohl. Da haben wir es. Wo ist es? Hier. Das ist die lichtberührte Brustplatte. Sag mal, warum ist dein Pet tot? Lief mit dir in die Schlacht und ist gestorben. Ey, wenn ihr wollt, ich tank, hast ne? du den Spot ausgemacht von deinem Pet? Das ist aus, ja. Okay. Willst du es wieder verlieren, dein Pet? Was braucht ihr noch in der Truppe? Eigentlich Heiler und Tanks. Aber im Prinzip kann jeder spielen, was er will. Aber es sei dir gesagt, Mocho, oder für alle, die jetzt sagen, Bauer, yo, TPC, ich möchte auch wieder anfangen und ich spiele auch auf Gernas. Erstens, internationaler Server, hier wird Englisch geschrieben und auch gesprochen. Hast du einen Damage-Meter drauf? Nee, sowas habe ich nicht. Benutze ich auch nie. Unser Damage-Dealer ist übrigens gerade in der Küche, ne? Nur da. Ja. Perfekten Rutsch, Junge. Ich mach den schon hier hinten. Keine Sorge, ich schaff das. Okay, ich benutze immer das falsche Sieg. Krieg ich Windfury Totem? Ey, das ist unfair. Ich wollte ihn verkloppen. Wer kein Damage macht, braucht kein Damage-Meter. Oma, das war böse von dir. Guck mal, wie ich hier abgehe. Guck dir meine Weihe an. Ich wette, ich mache mehr Damage als Jamar. Warum das immer ich gemutet war. Krieg ich Windfury-Totem gleich, Harry? Ja, kriegst du. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon spiele, Alter. Aber ist mir auch egal, wir machen einfach. Machen einfach geht nicht mehr. Wir müssen um 20.30 Uhr raiden. Ja, ne? Bis dahin halt. Also bis kurz davor. Alles schick. Warum kriege ich Erdschild? Ja. Wegen der Sicherheit. Shot stehen. Andere Boost? Ne, Boost du nicht. Wenn viel steht. Bam, alles. Bam. Kann Windfury auch bei Richtu-Teil proppen?
Welches Richturteil? Egal. Mein Judgment. Nee. Das ist ja ein Zauber. Als ob ich irgendwas Oh, mal frag ruhig. Ich erklär dir. Ist kein Problem. Bei jeder Melee-Attacke, aber das ist ja keine Melee-Attacke. Könnt ihr Jack pullt einfach alles. Jörg ist auch ein starker Mann. Anti-4-Totem steht. Du bist so hin und her gefiert. Ja, aber besser ich als... So, jetzt pass mal auf, jetzt ist wieder was gedroppt. Das ist irgend so ein random Item. Grüne Sachen sind eh immer Schrott, meistens. Need. Du kannst jetzt sagen, okay, das ist Leder, das ist so eigentlich so Rogue-Sachen. Es gibt verschiedene Rüstungsklassen, wie Platte, Schwerrüstung, Lederstoff. Und dann guckst du dir das an, in dem Fall so grüne Sachen braucht keiner. Du könntest aber, wenn du gierig bist, auf Bedarf drücken. Dann hast du Vorrang da drauf beim Würfeln. Gewinnst dann also eher. Oder man drückt Gier. Das heißt, man würde es verkaufen. Man braucht es nicht wirklich, aber würde es verkaufen. Und da ich absolut gierig bin, drücke ich einfach Bedarf und dann steht hier unten, ihr haltet Beute und habt gewonnen. Ach, du machst da vorne. Ja. Ich mach Trinkets. Ich hab die Hand auf den gegeben. Schon hier. Was? Ja, und ich bin komplett um. Und das hatte ich nämlich mal um 2000 ja, gehielt. Du verlierst all dein Mana dadurch, ja. Der Philipp war da. Grüne Sachen braucht man wohl, hat mit grünen Sachen Karre gemacht. Ja, dann wurdest du aber da durchgeboostet, Junge. Brauchst du nichts. Jetzt hör mal, du kannst sie halt auch entzaubern, ne? Aber die braucht man nicht, um die anzuziehen, sag ich mal. Oh, ich hab welche vergessen. Nee, war Heiler. Hey. Komm nicht. Raid-Stream? Was für... Ich kann kein Raid-Stream, geht nicht. Der Charakter ist noch keine 70. Also geht nicht... Nicht ganz also wahr. Ich könnte nicht natürlich, ganz wahr. Ich könnte natürlich mit dem Hexenmeister mitgehen, aber das werde ich nicht tun. Weil da muss ich das ganze Interface machen und so. Ja, na, wir können auch vielleicht einen Enhancer, wenn wieder ein Spot frei ist, nehmen. Ich habe Karazhan Prequest schon, ne? Necrodius ist heute nur der Endboss. Und ich glaube, wir sind sogar Plätze frei. Ja. Nee, aber ich gehe gleich in eine Permis. Also später. Mein Herz. D-Spammer, was soll ich denn D-Spammen? Dann kannst du nicht D-Spammen, Bruder. Eine Minute lang hat der Stun-Ablenkzeit. Jo. Und das ist jetzt der zweite Boss, der ist böse. Ja. Das ist die Oma, der Namenlose. Ein Trommel. Kloppen jetzt die Oma. Also wenn wir hier weiter rumgehen, seid ihr noch vor uns durch mit dem Boss. Das Ding ist halt, wir haben 70er in der Gruppe, ne? Darf man nicht vergessen. Oh mein Gott! Ich bin tot! Doch nicht. What the fuck? Ich bin Tony Hawk, Junge! Was ist das denn, Alter? Macht der Boss das immer? Ja. Aber der hat bis jetzt alle 1000 Runs, die wir gemacht haben, hat er immer mich hochgeworfen. Oh. Das ist. Oh. Jetzt. Andrew, hallo? Leck dir das ganze Gold ein, ey. Oh, ich hab gewonnen. Das verkaufen wir alles. Leon, einfach Multimillionär, ey. Chat macht das ja nicht, wenn ihr in Stand seid. Macht nicht, wie ich alles bedarf. Macht das ja nicht, bitte. Die Leute hassen euch, die werden euch nie wieder mitnehmen. Das ist der nächste Boss.
Wofür ist das Gold? Das ist die Währung. Damit man sich schöne Sachen kaufen kann. Das ist also Sache von Buch, die Stütze, die man nicht von BOW. Ja, im Prinzip schon, ja. Ich wette, die Stangenwaffe doppelt gleich, Alter. Ja, hoffentlich. Ja, für mich. Ja, für mich. Wie? Okay, beide. Wenn ich Freund bin, würde ich dir die überlassen, Jamma. Oh, das ist aber lieb von dir, danke. Warum steht da Oktoberfest? So heißt der Charakter. Mana-Laden. Mana-Laden? Vor Boss. Ja, reicht, Mana-Laden. Ich hab Totem noch. Es kommt vor dem Boss kein Reset mehr, ne? Ich hab Totem. Du kannst Glück haben, dass du ein Reset reinkriegst, also. Aber ja. Curtis, als Hunter darf man alles bedarfen, weil Hunter braucht alles. Stimmt. Ganz vergessen, Hunter darf man alles bedarfen machen. Es gibt so heftige Klischees in WoW, ne? Ehrlich. Vor allem, was Hunter-Spieler betrifft. Was für welche denn noch? Hunter wird alles freigeschaltet. Das alles pool, dass die alles poolen immer mit ihrem Kackpad, Alter. Mit dem hier, warum heißt das überhaupt Finn? Weil es aggressiv und grrr macht die ganze Zeit. Bin nur gemobbt. Finn macht instant zu. Petil Equipment, alles, Alter. 500 Gold können meine Tränen trocknen. Krieg, ach, wenn viel Totem steht, okay. Ich hab nur mal krieg Flüge mit 70 erst, ne? Das ist jetzt wieder ein Boss. Ey, du. Warum habe ich keinen bekommen? Ach, erst ab Level 60 kriegt man das. Echt? Jo. Ich vorher gar nicht. Ja, unlucky. Immer schön hinterm Boss. Außer bei Drachen. Ja, müsst ihr euch merken, bei WoW, in WoW bei den Drachen. Trommeln. Mein Ohr ist abgefallen. Die Trommeln funktionieren. Ach so. Mein Ohr ist abgefallen. Meine Worte. Okay, wir haben den Boss sehr schnell besiegt. Hier ist eine Kiste, die wird jetzt gelootet. Da ist wieder was drinne. Und da ist drinne. Da ist auch. Oh. Ein übel guter Ring. Wieder Platz. Oh, alles oh, für mich. Platz. Alles für mich. Tank. Alles, dankeschön. Hier ist eine Quest drin übrigens. Hast du schon gelootet? Nee, mach ich jetzt. Ist einfach gleich voll tanky. Die ist erst ab 59, kann ich noch nicht. Ach, ich krieg ja einfach alles, Alter. Jetzt mach raus. Wir haben Gebrauch für den Run. 16 Minuten. Das ist schnell. Wollen wir nochmal Bloodfurnace gehen, damit ihn noch was anderes gibt? Nee, das dauert zu lang. Wie? Oh mein Gott, wir haben schon Viertel nach. Ja, 20, 30, wenn wir... Ich weiß nicht, wie lange ich schon spiele. 20, wir schon eine halbe Stunde von Ehrenfeste bis zu Inni gelaufen. Was? Guckt einfach, mach doch bei deinem Charakter slash Plate. Ach, stimmt. Oh. 50 Minuten schon, Alter, was? Komm, ich bin kaputt. Echt? Hausch den weg, Alter. Komm, ah, Moment. Alle rein. Ich verhau die alle. Was dann denn? Geht nicht. Ja, der rennt weg, Curtis. Ich verhau die. Ist laut für dich. Wo? Da! Hier. Puh, den rufst jetzt weg, ne? Oh. Komm her, du. Booster. Warte. Bam! Los, nein, drauf. Vier, Dispel, Dispel. Tremor. Hab nicht. Tremor steht. Lass den, ich will den verkloppen. Bin viel gestiegen, ich hasse ja Glück und ich der Prop. Komm her! Bam! Oh, da, oh mein Gott, die kommen jetzt alle. Ja, wir haben ein kleines Problem, Leute, ich bin ehrlich. Oh, der ist 70. Der hat mich getötet. Der hat dich geone-shottet. Ich kann nicht mal heilen. Ich werde wiederkommen, meine Rache wird schmerzhaft sein. Ach Mann. Lass mich doch aus dem Stun raus, dann kann ich nicht werden. Dinge über dein Level kannst du nicht looten. Doch kann ich. Items schon, also so Gear, Rüstung, aber gewisse Questen nicht, also Aufgaben. Chat, die haben mich verhauen. Wir müssen uns rächen. Der Parler schlägt auf mich ein, macht mir keinen Schaden, rennt in die Instanz. Ich bin Oktoberfest, Junge. Wo ist Jamar? Oh, den kenne ich, mit dem war ich vorhin in der Instanz. Der ist auch gestorben. Jux, wir können nicht nochmal in die laufen. Es ist 16 nach. Okay. Spielen auf Gehenders. 2030. Das muss ja eh noch die Anfangsgebiete zeigen. Ja, ich glaube, ich mache nur ein bisschen random PvP. Also, das können wir auch noch mitmachen, dich hier ein bisschen hinstellen. Die verprügeln, aber Inni wäre zu viel. Ja, Puma, ich merke mir das auch teilweise. Aber der Server hier ist so groß, du siehst die Leute nie wieder.
Ja, das sagt man nicht. Oh. Ich habe viele als KOS markiert und die treffe ich sehr oft wieder. Oh, der Thunder Fury. Der hat mich gerade getötet. Schnell weg. Seid ihr schon abgehauen? Nee, ich bin noch da. Musste weg. War sehr, sehr low. Bubble-Ruhestein-Thematik. Wir gehen aber nur auf Schwächere, okay? Ja. Voll verständlich, oder? 70er wird mit dir als dem Chilo, mir als Heiler nichts. Guck mal da, der 60er, der hat ne. Welcher? Hinterm Portstein. Nee, der wird jetzt reinrennen. Das ist ein Tank. Oh, oh der da. Mage. Der Mage. Ah, der rennt schon rein, fuck. Fällt ja nochmal um vielleicht. Oh, der ist auch 70. Die sind alle zu hoch, die kann man nicht verhauen. Doch, der 66er da. Nein, den kann ich nicht wegbürsten. Guck mal, wie er sich versteckt. Ich hau da einen Kettenblitzschlag rein. 62er. Der Priest. Stell schon mal Tremor. Ah ne, der rennt weg. Oh da, der Feral. Der, oh, oh, der hat einen Freund getötet. Oh, der ist 70. Oder ich treff den nicht. Der ist in die Innen gerannt. Aber ich rette unseren Freund. Ich klick die Aura, ne? Ich fühle mich schlecht. Ich warte jetzt hier, bis einer rauskommt. Habe ich mir bis heute aber auch noch nicht gebindet, die Aura. Weil oh, die aktivierst du halt einmal, dann. Der ist tot. Du solltest auf dem tanzen. Wir tanzen auf den. Dance mit, oh. Und da ist er. Oh, der hat wieder standen. Penner. Guck, wie hässlich der ist. Dann sagen die Leute, ich bin hässlich. Nein! Darf's nicht porten. Ich erlaub dir nicht zu porten, außer dann gibst du mir ein Gold. Hm. Mein Freund hat da was dagegen. Nein! Ich bin mich hier irgendwie gar nicht sicher mit den ganzen 60ern. Wir können immer nur in Instanz rennen. Ey, pass auf, hinter dir, hinter dir! Bam! Ui, komm, ich bin nervös! Oh, der hinter geht dir. In eine Instanz geportet, Alter. Fuck! Ich hab nur reingefiert, der ist nicht drin. Mann, Alter, wie... Das, da Junge! Der ist gestorben! Warte, die wollen porten nicht. Die haben schon geportet. Lass es, Curtis. Da kommen jetzt noch mehr 70er. Nein! Aua! Aua, Bubble! Hilfe! Ich renn rein. Mein Leben. Schnell renn rein! Harry, wir müssen uns vorbereiten auf den Kampf. Lass kurz was essen hier. Ja. Mit Lernmangel lässt sich nicht gut kämpfen. Junge. Und dann geh schon mal vor, weil ich schnapp mir die nicht mehr können, okay? Okay, warte, ich muss Stressduftkerze anmachen, damit ich mich konzentriere. Okay, ich bin ready. Okay, Erdschild. Raus in die Pommes. Ha, die sind abgehauen für uns, Jungs. Ja, genau. Alter, im Anblick hätte ich auch Angst. Junge, was soll das denn heißen? Guck mich an, Alter. Hallo? Das da oben. Ist... Oh, da. Oh, da, der Pala wieder an der Inni. Ja, aber der rennt wieder rein. Er wollte retzen. Vier den! Oh, der wird wieder reingeführt. Otsch. Oh, komm. Ah, oh, der ist drinne, fuck. Da will schon wieder einer porten. Das erlaube ich nicht. Das erlauben wir alle nicht. Das ist mein Portstein hier. Hör auf damit. Komm, wir töten den. Finn macht ernst. Bam! Bam! 500er Crit fast. Oh, der will mich töten. Alles gut. Der rettet schon wieder. Buße! Du rettest dir gar keinen, Junge.
Das sag ich dir aber. Bild ist weg, oh, von dem Match. Ja, sauber, der ist nicht im Diablo-Weg. Hinter dir. Der ist doch rein. Nein, der Parler wurde nicht reinge... Der wurde hier durch die Wand gefiert, Alter. Der wie der weg. Mage. Gut. Oh. Da, der Schamane, der kann gar nichts. Bam. Bam. Los drauf, töte ihn. Oh, Finn holt die alle da raus aus der Innen. Oh, Hodge, ich hab Hodge, ich hab Hodge. Zack. Die vier sitzen. Bam. Der ist hier ein One-Shot, der Mage. Oder Hexenmeister. Boah, ich bin verkloppt, Junge. Der kann gar nicht mehr laufen, der ist aus der Puste. Boom, ey. Komm her. Ja, der mich da rein. Ich bin einfach ein 58er, 270er und ich renne alle wieder rein. Ich spiegel nur durch bei dem Spiel. Ja, wir verhauen gerade alle. Aua. Ja, den hauen. Das ist PvP gerade. Wir dippen hier ein bisschen. Spaff dich noch. Dich auch. Ja. Ich brauche Windfury Totem gleich. Oh, da will ja schon wieder einer porten an meinem Stein. Das lass ich nicht zu. Alter. 70er, böse 70er. Egal. Nein! Das ist mein Portstein hier. Oha, was denkst du, wer du bist, Junge? Zack, das ist der Booster, Alter. Der dich. Weißt, was ich jetzt der portet dem... schon wieder. Ja, da die haben geportet. Nein. Und du auch nein. Potsch. Ich bin tot. Oh mein Gott, ich bin mehr tot. Kann ich für dich nicht tun. Ich bin tot. Ich bin Papi. Der war mit dir. Jetzt wird meine Rache noch blutiger werden, Alter. Was fällt denen eigentlich ein, den Penner? Ich bin ein Oktoberfest, Mann. Zwerg Paladin. Mit mir machen die so einen Scheiß nicht. Ich komm wieder, wenn ich 70 bin und verhau ich die. Wie du, warte mal, lebt, ne, du bist tot. Ich warte auf dich, weil wir sind Freunde. Ja. Wo bist du? Links von dir. Du musst von rechts pushen, Bruder. Warte mal, gehst du nicht mit Raiden? Doch. Aber ist doch jetzt gleich. Ja. Ich muss noch ich hab noch einen Brief, stimmt. Den gehen wir gleich lesen. Ich habe mir selber Post geschickt, wie auch immer. Warum Oktoberfest? Ist ein internationaler Server und Zwerge sind in WoW dafür bekannt, dass die Bier brauen, also quasi Deutsche sind. Und deshalb kriegt ihr einen deutschen Namen. Was die Deutsche sind. Hä? Zwerge sind Deutsche. Ja. So bayerische. So bayerische Deutsche. So Holics halt. Mit Tribal Tattoo. Alkoholiker. Er kennt nicht gut den Ironforge in Deutschland. Hä? Eisenschmiede, Junge? Deutschland? Ja. Ganz klare Sache. Haben die schon wieder geportet? Wir dürfen. Oh, ja. Oh mein Gott, lass weglaufen. Ich kämpfe lieber gegen den. Wie, mein Zwerg ist auch 2 Meter groß. So ein Erdeler, der tankt für dich. Hä, was machst du denn, Alter? Bist du besoffen? Warum holst du einen Erdeler raus? Den ich brauche. So, der Harry muss jetzt los. Okay, Harry. Hau rein. Ja, auch. Ich geh noch ein paar Gegner suchen. Mach mal. Ich schaff das schon. Ich glaub, ja, die nicht. Macht Leon beim Red mit? Der Leon pennt, ja. Alter. Nee. Nicht? Denke, also eigentlich hat er gesagt, er hat zumindest geschrieben, er ist später da. Also er kommt mit. Oh, der ist Elite. Ich verlasse meine Gruppe. 15 Minuten ich spiele nur mit richtigen da. Champions. Oh, Revin, vielen lieben Dank für den Host. Ich hoffe, eure Gespräche über GTA Live waren cool. GTA Live kommt übrigens wieder zurück. Oh, Traumblatt ist hier. Ich brauche Gegner. Leon kommt 10 und 15 Minuten später in den Raid, hat der Weezy gesagt. Ja, Alter.
Lass mich in Ruhe. Oh, das ist mein... Oh mein Gott. Die haben meinen Freund gehauen. Die haben meinen Freund gehauen. Du haust nicht, mein Freund. Schlage ich dich. Hammer! Hat der verfehlt, Junge. Da verfehlt der, Alter. Wischen die gerade vor dir. Ja, oh, die hauen gerade vor dir. Die hauen vor dir. Ah, da ist mein Freund. Komm her, du Penner, dich hole ich mir. Ich hab keine Reitaura, ne? Ja. Komm mal wieder von mir wegrennt, Alter. Ich lach den aus. Warst du dieses Movement Speed Ding geskillt? Nein. Bei Vergelter Baum? Ich gank den anderen jetzt, ne? Was willst du, hä? Was willst du? Gott, warum rennen die alle weg von mir? Warum die Angst? Die wollen Quest. Junge, ich bin Boosted Character, Alter. Da vorne, den gank ich jetzt. Die haben zu zweit auf einen eingeschlagen und dann rennen die vor einer Person weg, Alter. Den hau ich jetzt sowas von weg. Man könnte meinen, ich bin eine Allianz, ja. Auf den warte ich jetzt hier, auf den Hallebär, oder wie der heißt. Der ist schon wieder da. Nein, der liegt noch hier. Hier ist einer, komm, hol dir den. Warte, ich komm. Angsthasen. Die werden meinen Zorn. Schade, der Hexer war schneller. Oh. Und der Priester. Der versteht wahrscheinlich kein Wort. Cool, wäre es gewesen, wenn er zu antwortet. Okay. Rush. Alter, Observiam. Ja, der hat sich schon wieder belebt. Fuck. Aber der muss ja irgendwo sein. Dann fühlst du dich eigentlich in der Gruppe wohl? So mit 4 Magiern? Da, guck mal, da unten. Da ist er. Der hat 100 da rein, oh, der rennt uns weg. Aber den krieg ich, der ist nämlich gerade voll weggelaufen. Komm, stehen jetzt um, Alter. Der kriegt es noch von mir. Oh, jetzt rennt er dir nirgendwo mehr hin. Jetzt schlag ich den kaputt. Fatsch! Und BAM! Ja. BAM! Komm her, der kommt. Da ist ja noch einer. Oben an, Alter. Ja, ich komm jetzt, Bruder. Du musst gar nicht wegrennen. Mountet auf. Er hat auch nur ein langsames Reiten. Den kriegst du. Harry, den kriegst du. Slow mir den und ich klatsch den um. Alles klar, Chef. Er ist nach links abgedreht. Ja, ich sehe. Kippt ab. Von links. Das war sein Fehler. Das war sein Rechts Fehler. Rechts wird geputscht. Jetzt ich hab ein Schwein im Schlepptau. Nicht so schlimm, ich heil dich. Komm her, Penner, du. Pass auf, Hammer jetzt. Kamehameha, bam! Keiner legt sich mit Oktoberfest an, Junge, ich sag es dir. Der Stärkste. Junge, wie viel pull ich denn? Du bist okay, ab 50. Scheiß auf die Mobs, ich lauf. Oh mein Gott. Sicher. Naja, scheiß auf die. Ich bin dafür der Stärkste. Jetzt wiederbelebt da hinten. Ich will jetzt keinen Hotch usen. Zack. Ich bin ganz ehrlich, ne, wenn so ein Charakter wie ich hier auf mich zugerannt kommen würde und mich verhauen würde, ne, ich würde meinen Charakter löschen, Alter. Ich sag ganz ehrlich. Ich bin witzig aus, 60 ja. Minuten in-game und schon ist Oktoberfest der unbeliebteste Spiel auf dem Server. Naja, glaub mir, hier gibt's viel schlimmere. Also internationaler WoW-Server ist die griefen hier und jeder Rogue. Junge, die ganken dich, jeder Rogue. Also jeder Schurke, die können sich unsichtbar machen. Warte, hier oben links habe ich noch welche gesehen. Oder man hat alles NPCs.
NPCs. Da hinten. Ah. Der Questgeber. Ah, nee, nee, ich glaube, die verhauen uns. Dann besser nicht, wenn ich verliere. Guck mal. Ob die mich angreifen, wenn ich den von hinten. Ja, Abbruch. So. Abbruch. Abbruch. Lauf, Harry. Wir spielen auf Gehennas. Was hast denn du eigentlich schon für ein cooles Schild? Naxxramas Chess Event. Naxxramas Karasa meinst du? Kara Chess Event. Wow. Das ist schon gut Gier, ne? Ja, also, ich hatte Glück. Hä, habt ihr nicht einen Raid? Ja, aber ich porte es noch nicht. Die Gruppe ist noch nicht voll. Ich sag dir, du kannst mit dem Charme eigentlich mitkommen. Nein. Ich will Peanut gleich zappen. Ich suche nur noch ein paar Gegner, die sich trauen, gegen mich zu kämpfen. Gegen Oktoberfest. Da hinten ist einer. Und der klaut meine Erze, Junge. Ich glaube, ich werde wahnsinnig hier. Sag mal, bist du verrückt, Junge? Meine Erze. Oh, der schmeißt Dynamit und verfehlt sogar. Nix machen, lass mich das alleine regeln, Harry. Ja, ja. Mach mal. Jetzt kriegt er einen Hotsch. Knoll ich den weg. Ich mach nicht viel Damage an den. Guck, der wehrt sich nicht mal. Avada Kedavra, Kudava! Imagine, du wirst von so einem verhauen. Guck mich an, Junge. Straight out der Junkie Park. Schon durchgespielt. Okay, ich werde mich zurück ins Gasthaus begeben und mich ausruhen. Das waren verdammt harte Kämpfe heute. Mars Krug erstmal hinter das Vögeln. Erstmal ein Bierchen trinken. Taverne genießen. Cool, da laufen die Weiber mir hinterher. Alle bejubeln so Oktoberfest, Alter. Die haben richtig Bock auf mich. Ich habe jetzt keine Zeit für dich, Chantal. Hau ab. Papa muss Bier trinken gehen. War angenehm, mit dir zu kämpfen, Harry. Ja, war mir eine Ehre. Ja. Ab ins Gasthaus. Das sieht aus. Was schreibt, wer wollte gerade sagen, was schreibt Platz da? Finn. Ja. Wie lange geht der Raid? Weiß nicht. Versuch mal dann irgendwie danach oder so mal dir einen Flugpunkt Nähe Scarlet Monastery zu holen, ne? Okay. Ah, Junge, ich liebe ihn. Das sind einfach die Abenteuer vom Oktoberfest, Junge. Erstmal ein Bierchen. Das habe ich mir aber auch verdient hier. Der Diebels. Da bin ich ganz ehrlich. Da wird jetzt erstmal ordentlich einen reingebuttert. Hat der Kinderschminke? Die Kinderschminke, guck mal. Warte mal, das nervt mich. Ich gucke einfach so, als hätte ich bei eBay was ersteigert und gewonnen. Oder? Oder was sagt ihr dazu? Junge, ich liebe ihn, Alter. Der ist so hässlich. Der ist so schön. Ich weiß auch nicht, was der ist. Guck, wie ich guck. Als hätte ich irgendwie so einen kaputten Thermomixer bei eBay ersteigert. Das ist... Da freue ich mich doch. Young Yubaui, Dankeschön für den Prime Sub im 8. Hamadini, Dankeschön für den Prime im 7. Jan Rox, danke für den Prime im 33. Jijinxi, Dankeschön für den Resub im 36. Den ekligen WoW-Kuss, ja. So, jetzt erstmal eine Duftkerze, genau. Toxic Hype, Dankeschön für den Resub im 10. mit Kuschlich und Hype. Primetime, Dankeschön für den Prime 23. Ein bisschen Kleingeld, bitte. Und Struppi, danke für den Resub im 35.
35 Isda. Und Mr. Roland, Dankeschön für den Wies am 18. Und, ach scheiße, wir haben Dexus vergessen, aber da bedanke ich mich nachher. So, mal gucken, in welchem Bett wir schlafen. Oh. Hi, Hugelu. Bye, have a beautiful time. Sag mal, Klaatu, mach mir mein Bad fertig hier. Geht nicht hier ab, Junge. Was macht der denn hier? Oh, das ist mein Vetter. Der Findert. Der ist Bitcoin-Millionär. Deshalb hat er sich auch so einen Leopard gekauft. Oder was das sein soll. Ja, mein Vetter. Nicht Vetter, Vetter. Oh. Erstmal zur Ehrenwache, Granny Schnuckiputz. Das ist mein Geliebter. Oh, oh. Wir werden beobachtet. Schuhe aus dem Bett. Können wir machen, ist gar kein Problem. Mamba. Natürlich. Das war doch lustig, die Abenteuer von Oktoberfest. Sid Bier sofort, jawohl. Das war doch lustig. Das sind übrigens die Charakter. Die kann man auch gestalten, wie man möchte. Gibt viele Auswahlmöglichkeiten. Oder drückt einfach auf Random und das, was am besten passt. Und denkt dran, ne? Das Spiel ist 15 Jahre alt. Ich finde die Grafik aber immer noch okay. Oh, Oma Sandra. Die sind auch hübsch. Die gefällt mir. Und die gefällt euch, ne, Chat? Wir spielen aber in Dranai jetzt. Zeig euch das Standgebiet noch kurz. Und ihr dürft auswählen, was ich spielen soll. Welche Klasse? Wir haben einen Krieger. Das ist einer mit Zweihandschwert. Oder mit zwei Einhänder. Der stimmt an und haut drauf. Paladin wie Oktoberfest. Einen Jäger. Einen Priester. Schamane. Schurke gibt's nicht bei Dranai. Oder ein Magier. Aber muss auch sagen, dass Rita viel besser aussieht. Ja, das ist ja normal. Das wird ja up-to-date gehalten, komplett. Priester, Magier? Boah, ich würde sagen Zauberer, oder? Zauberer, OG. Einfach für den Stufe 2 Sub. Wie machen wir die denn? Oh, das sieht doch cool aus. Welche Klasse? Eigentlich ist jede Klasse für einen Einsteiger gut geeignet, aber besonders... Ich sag mal, einfach und effizient beim Leveln sind Hexenmeister und Jäger. Weil die haben jeweils immer einen Pet dabei, also einen Tier, einen Begleiter, der einem hilft zu kämpfen. Und Hexenmeister ist sogar ziemlich stark in diesem Addon, in Burning Crusade. Zauberer OG. Jawohl, rein in die Pommes. Vor einem Monat zerriss eine schreckliche Explosion die Luft über dem nördlichen Kalimdor. Oh nein. In diesem Augenblick stürzte das große Schiff Exodar vom Himmel und schlug auf der Welt Azeroth ein. Auf ihrer Flucht aus der verwüsteten Scherbenwelt benutzten die edlen Drenai die dimensionsreisende Exodar, um eine sichere Zuflucht zu finden. Angetrieben von den Legenden über die heroische Allianz, die sich gegen die Macht der brennenden Legion erhoben hatte, sind die Drenai gekommen, um Hilfe für die Rückeroberung ihres zerstörten Heimatlands zu suchen. Als Behüter der Lehren des heiligen Lichts und Bewahrer des Lebens hoffen die Drenai, einen neuen Zusammenschluss von Kriegern formen zu können,
um die brennende Legion zu bekämpfen, wow, und ihren schrecklichen brennenden Kreuzzug aufzuhalten. Nur mit Mut und dem unerschütterlichen Glauben an das Licht bewaffnet, machen die Draenei sich auf, die Allianz zu finden und sie zu dem Schicksal zu führen, das sie über den Himmeln von Azeroth erwartet. Die Zukunft zweier Welten liegt nun in euren Händen. Jawohl. So, herzlich willkommen im Draenei-Startgebiet. Ich bin Zauberer OG, ein Draenei-Magier. Und ich zauber gerne. Und ich habe absolut kein Wasser. Müssen wir uns gleich kaufen. Chat, seid ihr noch da? Oder seid ihr schon im Schlaf? Mein. Das hört man gern, wird langsam kühler. Ja, das stimmt. Wo ist der Zauberer-Emote, Chat? Wo ist der Zauberer-Emote? Wo ist es? War kurz weg, hast dich vor verändert. Lüge. Augen auf 9 und 3. Okay. Guck mal, der hat sogar die gleiche Robe an wie das Äffchen. Ich bin nicht da, lüg nicht. Nee, Kolok, nicht müde sein. Hallo? Jetzt doch kein Zwerg mehr. Das ist Teil von diesem Placement, vom Sponsoring. Ich habe 40 Minuten ein bisschen TBC gezeigt und jetzt zeige ich euch ein bisschen vom Startgebiet. Und Kinderleck, Dankeschön für den Prime 28 Monat. Ich küsse dein Herz und ich küsse deins. Und Eisen, Dankeschön für den Wieser im 49. Alter. Und Hukulu. Also das ist das Startgebiet von den Draenei, das für den Menschen und so sieht ganz anders aus. Aber im Prinzip fängt man hier an und questet sich seinen Weg. Ganz viele Leute spielen World of Warcraft auch so. Zeige ich euch jetzt. Was kann man davon jetzt kaufen, will die Robe? Wie meinst du mit kaufen? Ist das noch bezahlt, die Stadtgebiet-Permis? Ja, Karen. Das gehört dazu. Ich habe jetzt nur ein bisschen länger den Zwerg gezockt, den Oktoberfest. Hat Spaß gemacht hat. Ich kann euch einen Tipp geben, wenn ihr zum Beispiel mit WoW irgendwann anfangen wollt. Egal ob Retail oder Classic WoW oder The Burning Crusade, das zweite Addon, erste Addon. Viele Leute gehen hin, nehmen die Quest an und rennen direkt weiter. Ihr könnt das Spiel aber komplett genießen, indem ihr das durchlest, ne? Weil hier gibt es einen richtig roten Faden und so, die Story. Ihr erlebt halt quasi die Story mit und wisst dann auch, warum ihr gewisse Dinge tut im Spiel. Das kostet natürlich viel Zeit. Aber lohnt sich. Ich dachte nur eine Stunde. Hab ich doch gerade gesagt, mein Freund. Ich habe Oktoberfest ein bisschen länger gespielt. Aber trotzdem gehört das noch zum Teil des Deals, dass ich euch das Anfangsgebiet zeige. Warte lieber nur auf Wrath of the Lich King. Das wird mit Sicherheit kommen. Beschafft euch 8 Fieber mit Mottenblut. Okay. Weiter muss ich nicht lesen. Und wenn es 4 Stunden dauert. Immer mit der Ruhe. Ich sehe das da jetzt gleich. Ja, wir können sogar eine Sturpro machen. Avada Kedavra, Kudova! Na klar, der resistet. Big Peanut kommt. Wir hätten jetzt den Questtext durchlesen können und alles hätten verstanden, warum wir das hier machen. Wahrscheinlich die dazu, irgendwas wollen die herstellen und deshalb brauchen wir Mottenblut oder irgend so ein Quatsch. Jetzt habe ich schon kein Mana mehr, das heißt, ich kann nicht zaubern. Jetzt hau ich mit dem Stock drauf. Kannst du mir den Text vorlesen? Nein, kann ich nicht, Lucky. Oder das Blut ist für Medizin. Das kann natürlich auch sein.
Ich mach das mit den Questtexten eigentlich auch nicht. Aber ich hab das doch schon 500.000 Mal gemacht hier. Sind die Quests gut oder immer wieder das Gleiche? Ist schon oft das Gleiche mit besorgt dat, kill dat, geh da hin, frag den, such den. Solche so Standard MMORPG-Questen. Dann gibt's noch Gruppenquesten, wo du andere Mitspieler suchen musst für, weil du gewisse Elite-Gegner zum Beispiel töten musst und so. Kann schon eintönig werden. Aber dieses Erfolgs, ich nenne es einfach mal Erfolgserlebnis, alle zwei Level so Skillpunkte zu bekommen und neue Instanzen so freizuschalten, machen das eigentlich schon wieder weg. Man muss das halt mögen, ne? Man muss sich da irgendwie vielleicht drin verlieren und verlieben. Hallo, Plinski. Hallo, Yoshi. Und da bin ich Level up. Und wir haben die Quest fertig. Mit WoW ist das so, du bezahlst jeden Monat. Das hat so... Ich weiß auch gar nicht, warum das hat. Also du musst jeden Monat ungefähr 12 Euro zahlen. Für die Version, die ich jetzt gerade spiele... Hallo? So. Für die Version vom WoW, die ich jetzt gerade spiele, musst du auch kein Addon kaufen. Da bezahlst du einfach nur ein Abo und kannst direkt starten. Bei Retail-WoW ist es zum Beispiel so, dass du das neueste Addon immer kaufen musst. Ich glaube, das ist auch eins der Games, die man schon früher hätte spielen müssen, um es jetzt zu fühlen. Weiß ich nicht. Zum Beispiel der Memo zum Beispiel ist das beste Beispiel. Der hat damals immer gesagt, ich finde das Spiel nicht so gut und ist alles so kompliziert, obwohl es eigentlich zumindest Retail-WoW, also die aktuellste Version von dem Spiel, ist zu kompliziert, obwohl er ziemlich einfach sogar ist. Weil da brauchst du solche Addons, wie ich hier gerade benutze, Addons in der Erweiterung vom Spiel, die Privatpersonen gemacht haben, sag ich mal. Brauchst du gar nicht mehr, aber Retail zeigt dir das sofort an, wo du hinlaufen musst und so. Du musst auch nicht mehr zu einem Trainer gehen und deine Zauber und so einen Quatsch lernen. Die kriegst du automatisch in die Leiste rein. Der hat immer gesagt, das ist zu kompliziert, zu schwer und findet er nicht gut. Und irgendwann hat er sich reingefuchst und war dann absolut süchtig, ne? Hat dann auch schnell für sich alleine gespielt, ist schnell alleine auch Instanzen gegangen. Hat sich selber Gruppen gesucht und so. Hat sich unabhängig von anderen gemacht. Ich werde damit überhaupt nicht warm. Ja, wie gesagt, du musst dich dahin drin halt verlieren und verlieben. Das ist so, als würde ich jetzt irgendwie ein Spiel spielen, irgendwie einen Shooter oder so zocken. Ich habe mal eine Zeit lang echt CSGO gesuchtet und gespielt und hat auch übelst Bock gemacht, aber Shooter sind so gar nichts für mich. Ich habe so viel Addon. Ich habe Atlas Loot, Adapt, zum Beispiel das 3D-Fenster hier oben ist. Ich habe ein Addon für die Dings, also Bugnon. Für die Taschen. Ich habe Reek Aura installiert. Alles, Alter. Questies ist ein Quest-Addon. Jetzt muss ich die Mutanten hier töten. Ist ja auch nicht schlimm, wenn jemand das nicht mag. Bei mir müsst ihr euch vorstellen, ich habe das halt so mit 13 ungefähr bei meinem älteren Bruder gesehen. Und damals war das noch extrem neu. Vorher habe ich Lineage 2 gespielt. Da konnte man gar nicht so laufen und springen, da musstest du mit so Klicks laufen, Alter. Und schon da hat mich das gepackt. Ich habe schon einen Schamane auf 70 Jahre. Einen Enhancer. Das Addon, das heißt... Ich weiß nicht, warum das lebendes Ziel heißt hier. Mob Health heißt das, glaube ich. Oder Target Health. Da, der Finn hat das geschrieben. Dankeschön, Finn.
kann man ein Game empfehlen, ist aber älter, heißt Arma 3. Boah. Ich glaube, nachdem du GTA gespielt hast, kannst du kein Arma mehr zocken. Wenn ich allein schon daran denke, dass du da nicht springen kannst und so, nur per Script. Also per Feature vom Server selber. Früher war es Metin 2. Ja, Metin oder Lineage, ne? Mir ist dazu ruhig, aber ich bin eh völlig los, zocke nur Warzone. Du musst halt auch, ich glaube, man muss auch so ein, vielleicht so eine gewisse Folie für Science-Fiction und sowas haben. Das ist halt, ich meine, so für Fantasy-Dinger. Oder du spielst das Spiel wirklich nur wegen dem PvP-Aspekt, weil du das irgendwo auf Twitch gesehen hast, dass du, ne, wie beim Oktoberfest gerade, Slaughterhaus, Alter, dass du da rumrennen kannst, du kannst Zeit investieren, dass du gute Ausrüstung hast. Übrigens nicht pay to win, du kannst dir keine Ausrüstung mit Echtgeld kaufen oder so ein Quatsch. Das gibt es nicht. Und du dann rumrennst und einfach alles kaputt haust, Alter. Weil das, deshalb hat mich das Spiel damals gepackt. Ich habe bei meinem Bruder gesehen, der hat PvP gemacht. Und ich war noch zu jung, um einen eigenen Account zu haben und ich hatte auch nicht das Geld dafür. Und meine Eltern wollte ich nicht fragen. Aber mein großer Bruder zum Glück hat mich ausgenutzt und hat mich spielen lassen, während er beim Fußballtraining war. Damit ich für ihn Sachen farme im Spiel. Und die erste Begegnung mit dem Spiel hatte ich halt, dass er mich ins PvP geschickt hat, um irgendwelche Marken und Ehre zu fahren. Also so eine Währung. Und das habe ich dann gemacht natürlich, ne? Wann immer und so oft er wollte. Und dann habe ich gemerkt, jo, das macht richtig Spaß. Ah, ich bin mit der Quest fertig. Das macht Spaß. Wenn du da hingehst und die Leute verklopst und die vor dir wegrennen. Es gibt nämlich bei WoW nämlich auch zwei unterschiedliche oder sogar drei unterschiedliche Server. Aber was soll ich doch machen? Überleben dann drinnen gerettet. Da vorne. Es gibt einmal PvE-Server. Da kannst du Spieler in der offenen Welt nicht angreifen. Dann gibt es PvP-Server, auf dem Server, also auf so einem Server zocken wir gerade. Da kannst du die angreifen. Ja, und es gibt noch RP-PvE und RP-PvP. Also RP-Server. Und es spielen tatsächlich Leute auch auf einem PvP-Server, obwohl die gar keinen Bock haben auf PvP. Wenn du die angreifst, das merkst du auch ziemlich schnell in WoW. Wenn du die angreifst, laufen die meistens dann so rückwärts und versuchen so wegzuspringen, obwohl das keinen Sinn ergibt. Und renn weg. Das ist halt auch mal lustig. Könnte das Markus also benutzt werden? Hallo, ich war klein, Alter. Und ich wollte unbedingt spielen. Ja. Und wie viele haben selbst schon WoW gespielt? Weil irgendwelche Freunde oder Geschwister oder so da zocken. Und jetzt bin ich groß und jetzt kann ich spielen, was ich möchte. Jalla, wir brauchen Leon. Ich komme auf jeden Fall nicht rein, Bruder. Ich gehe gleich mit Big Peanuts ins EP. Bisschen gucken, was da abgeht. Ruf den Leon an. Wer ist dieses WoW und warum habe ich sie? Auf welchem Server spielst du denn? Ja, hä, Leon, warum gehst du nicht mit Raiden? Leon ist da bei seinem Hex. Ah, ja, da musst du 10 Minuten warten ungefähr. Stimmt. Stimmt. Merke ich ja jetzt erst, Alter. Voll vergessen. Auf Minox ist, da habe ich meinen Mage. Den habe ich, nachdem ich auf Rang 13 in Classic gerankt habe, habe ich den da hingetranzt. Danach habe ich nie wieder gezockt. Stimmt, Leon.
Die haben wir voll vergessen. Der Hexer muss ja heute mit in die Welt. Ja, so ist das. Auf jeden Fall an die Leute, die mit WoW nichts zu tun haben und sich das auch nicht reinziehen wollen und trotzdem hier sind. Und auch an alle anderen, vielen lieben Dank. Ich wurde gebufft. Von der Jolan. Dankeschön. Durch eure Hilfe haben wir jetzt bald den Oktoberfest als Tank bei uns in der Gruppe dabei. Weil der Jack hat uns nämlich im Stich gelassen. Der hat ja ein Paladin gespielt und den hat der ditcht uns jetzt. Der spielt was Neues. Einer von denen bin ich. Ja, Dankeschön, Kevin. Am alle danke natürlich. Das ist sehr nett von euch. Bitte danke gerne. Oma, was war jetzt eigentlich mit den Emotes? Kriege ich die Permission, die hochzuladen? Genau, danke von Leon. Wir sind Tank-Sponsoren, ist so. Das ist halt true. Naja, müsst ihr so sehen, ne? Das von Blizzard, was jetzt kommt, ich bin mir nicht sicher, was kommt. Davon werde ich Human Fall Flat und so was holen, für Mila auch. Das wird alles so quasi reinvestiert. Weil da zocken wir auf jeden Fall. Und Piratenspiel zocken wir. Boah, Kombi, ich weiß das gar nicht, ob ich das einsehen kann. Ich mach das zum allerersten Mal mit dem schwarzen Brett. Aber ich... keine Ahnung. Sehe ich gleich. Ich werde gleich sowieso kurz mal eben den Stream restarten, damit ich ein gesondertes VOD dafür habe. Weil ich denke mal, die prüfen das auch und gucken das durch. Der fragt jedes Mal, Schäbs, und seit 4 Jahren sage ich dir immer wieder, ich brauche trotzdem deine Permission, Oma, verstehst du? Sonst kriege ich Ärger. Also ich muss echt sagen, wirklich sagen, ich look jetzt seit Anfang des Streams und sowas tut echt gut, weil der jetzt mal nicht den ganzen Tag abzulachen, sondern einfach entspannt ein bisschen zugucken und zuhören. Ja, weil das haben wir doch im RP auch ganz oft, wenn wir im Kreis stehen. Ja, sehen wir. Ich habe ja am Anfang des Streams gesagt, Kombi, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist kein Problem. Ja, Oma, darf ich jetzt oder darf ich nicht? Wenn ich die animierten GIFs reinhaue, ne, machen wir dann die Standard-Emotes raus und holen dafür neue. Weil wir haben die ja dann schon animiert. Oder machen wir neue. Und lassen die animieren. Ja, die hast du seit 4 Jahren für alles, was ich so in deine Bubble... Dankeschön, okay. Das freut mich ja, Juri. Guck mal, wir machen den, wir holen jetzt das letzte Teil noch und dann laufen wir mal zur Hauptstadt von den Dranai. Und dann lege ich mich da schlafen, weil dann müsste fertig sein. Ich glaube, die Oma hat mir im Discord geschrieben. Ich habe 6 Nachrichten. Jetzt kriege ich erstmal ein Dokument zugeschickt.
Ja, Baby. Ja. Wir sind fertig mit der Quest. Es tut so weh, lass es aufhören, bitte. Nein, Bruder, ich heil dich. Alles gut. Dem Licht sei Dank, ich wäre hier draußen umgekommen, wäre dir nicht gewesen. Magierin, ich muss das Schiff erreichen. Ja, hau rein, Bruder. Mach es gut. Er war da vorne. Genau deshalb mag ich das Spiel. Es gab hier tatsächlich mal eine Quest, wo du jemanden foltern musstest, Alter, mit so komischen Stäben. Da wurde sich richtig drüber beschwert und die Quest wurde auch abgeändert. Also Dinge gibt's im Leben, du. Das sag ich dir aber. Ja, nicht so brutal foltern wie in so einem Horror-Game oder so, sondern du hast den einfach nur gehauen. Aber trotzdem haben sich darüber Leute beschwert. Und Karim, vielen lieben Dank für den Prime im dritten. Mit Prime gehen wir rein. PS, pro Jahr sterben mehr Menschen durch Sektkorken als durch den Biss einer giftigen Spinne. Echt? Einer muss immer heulen, naja. Oh, ich bin auch falsch. Es gibt immer Leute, die sich beschweren. Hat das Game denn irgendeinen Endgame-Faktor, zum Beispiel, dass man sagen kann, jetzt bin ich durch? Ja, es gibt Raid-Instanzen, also riesengroßen Instanzen. Raids halt, wo du mit bis zu 25 Leuten drin bist. Von der Story her dann auch gewisse Bosse besiegst. Die droppen dann auch gewisse Ausrüstungen, bis du dann ein volles Set hast. Also, ich sag mal, das nennt sich im Spiel Biss, ne? Also Best-in-Slot-Items. Du hast ja verschiedene Item-Slots hier, Kopf, Hals, Schultern. Umhang, Brust, Arm, Schien und so. Bis du in jedem Slot so das Beste vom Besten hast für deine Klasse, dann bist du quasi durch. Also könnte man sagen, dass man durch ist, aber dann ist man eigentlich noch nicht durch. Weil es gibt so viele Dinge im Spiel, die du noch erledigen kannst. Du kannst hier so Berufe, du kannst handeln, du kannst selbst angeln gehen, Alter, das wäre was für ein Carlos. Kannst Fische angeln, kannst sie verarbeiten, kannst verkaufen. Es gibt Ruf. Es gibt verschiedene Fraktionen, wo du so Ruf erfahren kannst, dass die dich irgendwann respektieren und so, dann kannst du da Items wieder kaufen. Du kannst Arena spielen, also Ranked PvP und erzielst da irgendwann ein gewisses Rating, kriegst verschiedene Titel wie Gladiator zum Beispiel, 0,5% der besten Spieler international kriegen einen bestimmten Titel vor dem Namen hier oben dann. Kannst, ja, Haustiere in TBC sind noch nicht so krass verbreitet. Aber im aktuellsten WoW halt. Das Spiel ist, guck mal, WoW ist halt ein MMORPG, ne? Du erreichst hier nichts, wenn du komplett alleine unterwegs bist. Bedeutet ergo, du findest auch Leute, mit denen du zusammenspielst und denen hilfst du dann auch. So was zum Beispiel wie jetzt. Wir machen das Placement hier von Blizzard für WoW, TBC. Und jetzt konnten wir den Oktoberfest machen. Und damit wird halt getankt für unsere Gruppe. Ein Tank ist halt derjenige, der mal als erstes reinrennt und die ganzen Monster auf sich zieht. Weil der Jack hat den vorher gespielt und der hat gesagt, jo, macht mir doch keinen Spaß, ich spiele lieber was anderes. Und das machen wir nur, damit wir der gesamten Gruppe, also alle Freunde, die hier zusammenspielen, damit wir ihnen helfen können. Das hier ist so das erste kleine Hub, der Dranai. Aber hier ist gerade gar keine andere Spieler. Deshalb gehen wir ins Gasthaus. Aber hier ist kein Bett.
Wir legen uns hier hin. Wir sind fertig, meine Freunde. Wir sind fertig mit der World of Warcraft Promise. Fremde Menschen, gar keinen Bock, der Kreis bleibt klein. Der Zauberer OG ist fertig. Ich glaube auch nicht, dass er jemand 70 erreichen wird, aber... Ja, Chat, genau, da können wir mal klatschen, oder? Hey, das mit dem Oktoberfest war doch lustig, ja. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Da hatte ich ja gerade mega Spaß. Hätte ich auch gerne noch weitergemacht. Vielen lieben Dank. War super. Dankeschön. Wir switchen um auf eine andere Szene. Jawohl. Dann machen wir das weg. Dann machen wir das kurz an. Tabasco Dude, vielen lieben Dank für 420 Bits. Und Amuruk, Dankeschön für den Prime im Dritten. Schon lange nicht mehr hier gewesen, hab gehört, du hast einen neuen Charm-EP. Der kommt gleich. Der heißt Peanut Smalls. Ja, genau, Restyle. So. Lass mich das kurz schließen hier. Nein, nicht Stream aus. Chat, hört ihr mir zu? Hört ihr mich? Chat! Ich restarte kurz den Stream, weil ich das VOD gesondert haben möchte dafür. Und dann komme ich sofort wieder in einer Minute und dann gebe ich Permikiss, okay? Ich komme sofort wieder. Nicht abhauen, ich komme wieder. Der Stream ist nicht Ende. Okay, zeigt mir Keiko Sini, wenn ihr verstanden und gehört habt.